übertragen. Wir gelangen zur Fragestunde. Die Fragestellungen, Sie kennen die Regel, durch die Damen und Herren Abgeordneten werden von den Rednerpulten im Halbrund vorgenommen, die Beantwortung durch die Frau Bundesministerin für Justiz vom Rednerinnenpult der Abgeordneten. Die Zeitvorgaben kennen Sie auch, jeweils eine Minute für die Frage, Beantwortung der Hauptanfrage führt durch die Frau Ministerin 2 Minuten, Zusatz Anfragenbeantwortungszeit 1 Minute. Und ich werde wieder mit Glockenzeichen auf das Ende der Redezeit wenige Sekunden vorher hinweisen. Wir gelangen daher nun zur ersten Anfrage 153M des Herrn Abgeordneten Dr. Johannes Jarolin. Bitte um die Frage. Dankeschön, Frau Bundesminister. Wie wir wissen, ist die Vorratsdatenspeicherung eine der zentralen Probleme, die wir derzeit zu behandeln haben im Grundrechtsbereich. Es gibt also hier ganz massive Eingriffe. Und es ist zuletzt eine Petition von 106.000 Österreicherinnen und Österreichern unterzeichnet worden, die jetzt dem Justizausschuss zugewiesen worden ist. Wir werden dort auch, und wir setzen uns dafür ein, ich nehme an, alle anderen auch, ein Hearing durchführen, um damit umzugehen, wie man die Vorratsdatenspeicherung zukünftig regeln kann. Es ist so, dass wir derzeit eine flächendeckende und vor allem verdachtsunabhängige Speicherung haben. Das heißt, es wird alles beginnend mit 1. April, wo das umgesetzt ist, was man in das Netz, in das Telefonnetz, in Handys hineinspricht, von den Kontakten her gespeichert. Leider Gottes ist es so, dass 2006 unter der Regierung Schüssel diese Datenspeicherung ermöglicht worden ist und wir haben jetzt das Problem. Die Frage, Herr Abgeordneter, die Minute ist vorbei, bitte. Was werden Sie dazu beitragen, um diesen grundrechtsnichtkonformen Zustand zu beenden? Wie schauen Ihre Programme diesbezüglich aus? Frau Bundesministerin. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Abgeordneter Jarolim. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass die österreichische Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die ja hier im Nationalrat auch mit Zustimmung Ihrer Fraktion beschlossen wurde, grundrechtskonform ist. Natürlich möchte ich aber damit auch nicht der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vorgreifen. Ich möchte aber bei der Gelegenheit auch betonen, dass wir bei der Vorratsdatenspeicherung nur eine Minimalumsetzung der EU-Richtlinie vorgenommen haben und natürlich auch auf die hohen Standards des österreichischen Daten- und Grundrechtsschutzes Rücksicht genommen haben. Bei der gesetzlichen Ausgestaltung konnte auch bereits auf Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten zurückgegriffen werden und natürlich auch auf nationale verfassungsrechtliche Judikationen zurückgegriffen werden. Lassen Sie mich zur Untermauerung des eben Gesagten kurz auch auf die Erläuterungen zum Gesetzestext eingehen. Ich zitiere: Es ist sicherzustellen, dass die mit der Vorratsdatenspeicherung verbundenen Grundrechtseingriffe so gering wie möglich und damit verhältnismäßig zum verfolgten Zweck ausfallen. Die Sicherheit der Daten, sowohl bei den Telekommunikationsbetreibern als auch bei den zur Datenanwendung berechtigten Behörden, bestmöglich gewährleistet ist, den datenschutzrechtlich erforderlichen Informationspflichten nachgekommen wird, alle notwendigen Rechtsmittel zur Verfolgung der datenschutzrechtlichen und grundrechtlichen Interessen Betroffener zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Was nun die Ankündigungen der Europäischen Kommission betreffend eine Abänderung der EU-Richtlinie betrifft, so kann ich Ihnen berichten, dass nach Meinung der Kommission die Evaluierung der Folgenabschätzung und die Datenerhebung noch nicht abgeschlossen ist, sodass zum jetzigen Zeitpunkt von meiner Seite auch noch keine Stellungnahmen zu möglichen Abänderungen gegeben werden kann. Die Europäische Kommission betont aber immer wieder, dass natürlich auch die von ihr angestrebte Abänderung nicht dazu führen darf, dass manche Mitgliedstaaten nun die geltende EU-Richtlinie nicht umsetzen. Das heißt, die geltende EU-Richtlinie muss von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, ungeachtet dessen, dass an möglichen Abänderungen durch die Kommission gearbeitet wird. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Jarolim. Frau Bundesminister, ich gebe Ihnen da völlig recht. Dadurch, dass der Herr Bundeskanzler Schüssel damals zugestimmt hat, dass so etwas kommt, müssen wir natürlich alle umsetzen. Und es ist Gott sei Dank der Frau Minister Burris gelungen, über längeren Zeitraum das zu verschleppen und dann eine wirklich grundrechtskonforme Umsetzung so weit als möglich zu bekommen. Es gibt den deutschen Datenschutzbeauftragten Peter Schaar, der sagt, es wäre so genauso, wenn wir Streichhölzer und Spirituosen
meldepflichtig machen, jeder, der Streichhölzer kauft, damit wir also Brandlegungen hintanlegen, ist das vergleichbar hier mit der Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, es funktioniert nicht. Die USA hat ein Modell, das heißt also, dass wenn so etwas stattgefunden hat, wo man recherchiert, wird das eingefroren, der Datenbestand, und dann evaluiert. Das heißt, es gibt also jetzt auch beim EuGH ja ein Verfahren, wo die Richtlinie jetzt evaluiert wird. Wie ist Ihr persönlicher Standpunkt? Was würden Sie in dem Verfahren aus Ihrer Sicht als Richterin entscheiden? Frau Bundesministerin? Ich bin Justizministerin in Österreich und nicht Richterin am Europäischen Gerichtshof, und ich überlasse die rechtliche Beurteilung eines beim EuGH anhängigen Verfahrens den dort tätigen Richterinnen und Richtern. Aber weil Sie auch angesprochen haben, dass es Frau Ministerin Bures gelungen ist, die Umsetzung der Richtlinie zu verschleppen, man muss natürlich auch sagen, es ist auch gelungen, dazu zu kommen, dass Österreich deswegen verurteilt worden ist. Und es ist natürlich nicht angenehm, verurteilt zu werden, und wie Sie ja wissen, wird auch jetzt gerade ein Verfahren gegen Deutschland geführt wegen Nichtumsetzung. Also wenn man sich verpflichtet, eine Richtlinie umzusetzen, dann sollte man nicht an einer Verschleppung arbeiten, sondern sehr wohl an einer Umsetzung. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Magister Bernd Schönecker, bitte. Danke, schönen guten Morgen auch von meiner Seite, Frau Bundesminister. Ich erlaube mir, meine Frage kurz und knapp zu halten. Gibt es seitens der EU-Kommission, da sind ja die Abänderungsvorschläge angekündigt, gibt es von Ihrer Seite ja schon Hinweise darauf, welche konkreten Änderungen inhaltlicher Natur da auf uns warten? Frau Bundesministerin? Ja, vielen Dank. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Evaluierung der Folgenabschätzung und auch die Datensicherung noch nicht abgeschlossen ist, deshalb die Kommission hier noch nicht klar gemacht hat, bis wann wir mit Abänderungen zu rechnen haben. Und es ist aber hier sehr wohl auch zu ergänzen, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen eine Änderung der Richtlinie ist. Und mein Anliegen, wenn es zu einer Änderung kommt, bestünde ganz einfach darin, die Vorzüge der österreichischen Umsetzung auf dem Gebiet der Datensicherheit zu verankern und gegebenenfalls auch die Bedingungen für den Zugriff auf die gespeicherten Daten zu harmonisieren, weil das sind da ganz wichtige zentrale Punkte, und hier könnte ich mir vorstellen, dass man hier Verbesserungen vornimmt. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter, Ingenieur Peter Westenthaler. Sehr geehrte Frau Ministerin, eigentlich sollte man diese Zusatzfrage den Herrn Jarolim und seine Fraktion stellen, denn wir haben in den Ausschüssen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Vorratsdatenspeicherung gegen jegliche Grundrechte ist. Das war der Herr Jarolim und die Sozialdemokratie, die zugestimmt haben und jetzt draufkommen, dass sie nicht grundrechtskonform ist. Geniert euch da dafür. Aber ich kann ja nur Ihnen eine Frage stellen, Frau Ministerin. Was sagen Sie denn jetzt dazu, dass, nachdem auch die Journalistengewerkschaft immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das ein Freibrief für die Überwachung der Staatsbürger ist und daher nicht grundrechtskonform ist, jetzt auch Ihr Koalitionspartner SPÖ im Nachhinein draufkommt, dass es nicht grundrechtskonform ist, Ihre Vorratsdatenspeicherung? Was sagen Sie eigentlich dazu? Frau Bundesministerin? Ja, ich finde es erstaunlich, dass man zuerst eine Regelung beschließt, hier mitbeschließt im Parlament, und dann sagt, das ist nicht grundrechtskonform. Was soll ich dazu sagen? Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Magister Albert Steinhauser. Sehr geehrte Frau Justizministerin, es gibt einen Zwischenbericht der Europäischen Kommission, und sowohl die Kommissarin Malmström wie die Kommissarin Reding haben sich immer sehr kritisch zur Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Wir kennen auch die Daten aus Deutschland, wo sich die Aufklärungsrate durch die Vorratsdatenspeicherung nicht geändert hat. Das heißt, als es keine Vorratsdatenspeicherung gegeben hat, war die Aufklärungsrate in etwa gleich hoch, wie es eine gegeben hat. Das heißt, es gibt schon massive Rückschlüsse, dass die Vorratsdatenspeicherung kein wesentlicher Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung ist, aber doch ein Grundrechtseingriff. Letztendlich haben Sie schon recht, das wird der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Meine Frage ist aber, wie werden Sie sich in Brüssel verhalten? Unterstützen Sie die Bestrebungen nach einer Reform oder beharren Sie auf der bestehenden Richtlinie? Frau Bundesministerin? An Verbesserungsvorschlägen werden wir natürlich konstruktiv mitwirken, das ist völlig klar. Wenn es darum geht, gemeinsam Verbesserungen auszuarbeiten, sind wir natürlich mit dabei. Vor allem geht es hier meines Erachtens darum, das Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Privatsphäre und dem Datenschutz einerseits und den Eingriffen andererseits näher zu präzisieren und auch
genauso die Bedingungen des Zugriffs auf gespeicherte Daten zu harmonisieren und zu präzisieren. Das wären zum Beispiel wichtige Punkte, weil ich glaube, da könnte man was verbessern. Aber ich bin natürlich auch offen für andere Verbesserungsvorschläge. Aber Sie haben schon recht, es hat sich natürlich viel Kritik gezeigt zu dieser Regelung. Und diese Kritik muss man natürlich auch ernst nehmen. Und wir werden uns dann natürlich einbringen, wenn es um die diesbezüglichen Diskussionen auf europäischer Ebene geht. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Josef Juri. Guten Morgen, Frau Minister. Das Land Kärnten mit Landeshauptmann Dr. Gerhard Dörfler hat Verfassungsklage eingebracht. Bitte? Entschuldigung, den Versprecher. Landeshauptmann Gerhard Dörfler hat Verfassungsklage eingebracht gegen dieses Vorratsdatenspeicherungsgesetz, weil es ja einfach in die Grundrechte eingreift, massiv eingreift. Die Rote Fraktion in Kärnten hat natürlich gegen diese Klage gestimmt, damit das auch wieder ein bisschen erhellt wird. Meine Frage, sehen Sie eine Kausalität mit der Verordnung auf EU-Ebene, das ja evaluiert wird und auch mit der Bundesverfassungsklage in Deutschland, wo ja der Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklärt hat. Frau Bundesministerin. Also zum einen möchte ich eines klarstellen, es handelt sich um eine Richtlinie, nicht um eine Verordnung zur Vorratsdatenspeicherung. Und ob nun die österreichische Umsetzung dieser EU-Richtlinie grundrechtskonform ist oder nicht, wie gesagt, darüber wird der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Es gilt natürlich, diese Entscheidung abzuwarten und dann natürlich auch ernst zu nehmen. Das ist völlig klar. Sie haben auch die Situation in Deutschland angesprochen. Deutschland hat ja bis jetzt noch nicht umgesetzt, genauso wie die Tschechische Republik. Sondern nach meinem letzten Informationsstand haben mittlerweile sowohl auch Schweden als auch Rumänien die EU-Richtlinie sehr wohl umgesetzt, aber in Deutschland und die Tschechische Republik noch nicht. Da sie ihren Verpflichtungen noch nicht nachgekommen sind, hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und hat auch gegen Deutschland beim Europäischen Gerichtshof die Verhängung von Zwangsstrafen beantragt. Die Europäische Kommission betont auch, und das habe ich bereits darauf hingewiesen, dass trotz ihrer Überlegungen, die Richtlinie abzuändern, natürlich die Richtlinie umzusetzen ist. Und deshalb ist es nur konsequent, dass die Kommission jetzt auch gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren beantragt hat. Und durch dieses Verfahren gilt es natürlich abzuwarten. Danke. Ich darf, bevor